Für, ja, Vardy wollen wir auch schon auf eine 78 bringen noch, ne? Das wäre schon. Hier drüben Parcours brauche Ausdauer hat auf jeden Fall eine Menge. So, dann ein G auch noch, dass er bald eine 70 hat. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Dann haben wir noch Flügelspieler. Wen haben wir da? Oduva. Lamela hat mir bis jetzt immer noch nicht so gut gefallen. Chudley eventuell noch auf eine 79 bringen. Durchsetzen. Mittelfeldspieler. Ganz klar, Ben Talley braucht Training. Rondo, super. Was haben wir hier noch? McGee, Form, Loris. Außenverteidiger. Rose noch ein bisschen trainieren. Davis, Ben Davis. Trainingseinheit nochmal starten, bevor wir dann hier bald also ins Spiel gegen ManU gehen. Ben Taleb, jawohl. Wird stärker. So, Gegenangebot erhalten von Chaik Diabaté. 90.000 Euro will er haben. Unbedingt. Na komm, wir schachern mal noch ein bisschen. Hoffe, dass es trotzdem klappt. Turnierpreisgeld haben wir noch ein bisschen gekriegt. 3,9 Millionen Euro, sehr schön. Die Leistung war toll. Sehr gut. Mich würde ja mal jetzt interessieren, was es noch so mit Neuzugängen auf sich hat. 6 Nachrichten auf jeden Fall, super. Lesen wir uns gleich mal durch. So, Raúl Bobadilla. Hat eine 78, 8,5 Millionen Wert. Ist natürlich auch nicht schlecht, der Typ. Schauen wir weiter. Stefan Bell, Innenverteidiger. 76. 23 Jahre jung noch. Wen haben wir noch schon? John Brooks. 77. Der wäre natürlich auch nicht schlecht noch als weiteren Innenverteidiger. 8 Millionen ist er wert. Verdient 40.000. Auch nicht gerade so teuer. Gucken, was steht da drin. 10 Millionen. 10 Millionen wollen sie eventuell haben, die gute Hertha. John Anthony Brooks. Ich schaue nochmal weiter. André Hoffmann ist 22 Jahre jung auch. 75er Stärke. Und dann haben wir noch Niklas Süle. 79er Stärke. 1,95. Was ist der Brooks? 1,93. Ja, fast genauso groß. Ja, Niklas Süle. Doch, da machen wir ein Angebot. Da machen wir ein Angebot. 13 Millionen. Komm, sagen wir 12,5 erstmal. 12,5 Millionen. Was haben wir noch? Pflücke. Können wir gerne mal scouten. Was haben wir noch so? Frank Bendo. Maximilian Arnold. Pierre-Michel Lasogga natürlich. Daniel Caligiuri, Didavi. Junuzovic, Meyer, Kiesling. Obwohl die schon bei den Jahren gekommen sind. Genauso wie Pizarro und Alonso natürlich. Yannick Haberer haben wir noch. Kevin Volland. Könnte man eventuell auch nochmal scouten, ne? Wäre auch noch was für den Flügel. Gerade Xhaka, Younes Belhanda. Bas Dost. Okay, Aubameyang, Lewandowski, Schelbred, Ayhan. Könnten wir auch scouten. Ist noch verdient an Frankfurt. So, gehen wir noch ein bisschen weiter in der Wochentage. Wir gehen jetzt ran bis ans Spiel gegen ManU. Das wird also eine etwas längere Folge. Dann nochmal Marcus Rashford, Scouting abgeschlossen. 2 Millionen Euro kostet er. Und ich würde sagen, den holen wir uns. Den holen wir uns. Super Talent. 2 Millionen. Die bieten wir auch an. Fertig. Sollte ausreichen. 17 Jahre jung ist der, meine Güte. So, Angebot abgelehnt. Chaik Diabaté. Wir können dir leider nicht zustimmen. Grund, mein Verein bin ich der Star. Da passt mir dieser Wechsel nicht. Danke für Ihr Interesse. Überarbeite das Angebot bitte noch einmal, damit wir es. Gut, dann gibt es halt die 90.000, wie er eben will. Beziehungsweise dann sogar die 95.000, weil er ja halt nicht hier Stammspieler ist, essentieller, sondern nur wichtiger Stammspieler. Jetzt wieder 60.000. Der wäre echt eine satte Gehaltsaufstockung haben. Chelsea über die Meisterschaft, ja, die wollen wir auch gerne. Mal gucken, wie wir da spielen, wie wir reinkommen in die Saison. Transferangebot für Jan Vertonghen. 11 Millionen Mailand, ey, das ist noch weit unter Marktwert, deswegen wird das locker abgelehnt.
Wenn wir jetzt mit 20 Millionen herkommen, kann ich vielleicht schwach werden. So, Hoffenheim akzeptiert die Ablösung von 12,5 Millionen. Super. Ja, essentieller Stammspieler wird er hier erstmal nicht. Rotationsspieler eher. 4 Jahre kriegt er. 90.000 wird auch er verdienen. Eieieiei. Auch hier gehen wir hoch auf 85.000 erstmal. Ah, die wissen natürlich, in England gibt es viel zu verdienen, das ist klar. Neues aus England, Daily Blind habe ich gesehen. 18-jähriger Ben Chilwell von Leicester. Mikael Mandron. Danny Welbeck. Können wir auch gerne mal scouten. Adam Lallana. Noch Alexandre Pato bei Chelsea. Daniel Sturridge. Wie viel ist er wert? Noch eine 20 Millionen. Buffett, Timby Gomez. David Silva. Michael Carrick. Aber gut, den brauchen wir auch nicht mehr holen. Wilson, Rashford. Dann kommen schon die Leute, die wir alle haben. Jo! Bayern hofft, Pogba zu verpflichten. Okay, Angebot akzeptiert. Jetzt kommt er, Diabate. Also, unser Sturm-Backup kommt. Diabate für 8 Millionen Euro. Und dann müssen wir hier noch was am Gehalt ändern, damit wir Süle noch holen können. Halt, das ist ein bisschen viel. So, 200.000 noch. So, dann gibt es gleich noch Training nochmal. Super. Vardy, wie gesagt, soll ja doch auf 78 kommen. Kofferpräzision, die braucht er auch. So, und G nehmen wir auch gleich noch mit. Dann gibt es für Diabaté auch gleich noch einen Trainer, dass er auch gleich auf 78 kommt. So schnell wie möglich. So, wen trainieren wir denn noch gleich? Trippier, Davis, Rose, können alle. Alles gute Leute. Innenverteidiger, Wimmer, na klar. Kriegt auch nochmal eine Einheit. Und natürlich, klar, Bentaleb. Rondo. Auf geht's in die nächste Einheit. Können wir Fortschritte machen? Jawohl, G macht auf jeden Fall sehr gute Fortschritte. Okay, was haben wir noch schön? Chelsea hofft, Godin zu verpflichten. Oha, für die Innenverteidigung. Wir hoffen natürlich bald ein deutsch-belgisches Quintett zu bekommen. Frankreich, gut, inakzeptabel. 3,7 Millionen wollen sie für Rashford haben. Dann kommen, bieten wir erstmal 3,5. Für Marcus Rashford. Oh, Sunderland ist schwierig einzuschätzen. Na, mal gucken. Patrick Pflücke. 61er Stärke. Nee, das müssen wir nicht holen. Dann haben wir Angebot für Oduva. 2-Jahres-Leihe, okay. Nehmen wir gerne mit. Damit die Talente hier nicht verbraucht werden. Spieler verliehen. Angebot abgelehnt für Süle. Ich möchte eine größere Rolle in ihrer Mannschaft spielen, als die sie mir anbieten. Danke für ihr Interesse. Ja, Digga, aber dann bieten wir ihm die 90, die geforderten. 4-Jahres-Vertrag, Richter. Ja, aber mehr als wichtiger Stammspieler können wir nicht anbieten. Mehr als Rotationsspieler können wir eigentlich nicht anbieten, weil weil wir so oft den Innenverteidiger auch nicht wechseln wollen, eigentlich. Ist ja das Problem. Aber eventuell sind wir so mit durch auf dem Verkauf eventuell von Vertonghen. Falls der doch mal ein Angebot kriegt, ein gutes. Angebot ist aus Spanien. Akzeptiert. Angebot, sehr schön. Damit können wir den auch holen. Der kriegt gleich mal einen 5-Jahres-Vertrag hier. Und wenn er da gar nicht lange sappelt hier, kriegt er gleich mal vernünftig Geld in den Hintern geschoben. Ist ein künftiger Stammspieler auf jeden Fall. Sporadischer Spieler. So. Ist denn jetzt bald das Spiel? Sonst muss ich das doch nochmal cutten hier. In 2 Teile. Angebot akzeptiert. Jetzt kommt da Süle. Jetzt kommt er. Ah, gut, da haben wir also unseren 2. Neuzugang. Also den 3. schon. Niklas Süle für die Innenverteidigung. Verpflichtung. Wunderbar. Kahn Eihan Scouting. 71er Stärke. Schlechter ist auf jeden Fall nicht. Kevin Volland. 80er Stärke. Crystal Palace zeigt Interesse an ihm. Dann haben wir noch Danny Welbeck. 79er, 13,5 Millionen Euro Marktwert. Und Ben Chilwell.
64, nee. Raus aus dem Spektrum. So, jetzt können wir gleich mal Trikot nochmal noch vergeben. Für Chaik Diabaté. Und natürlich noch Niklas Süle. Chaik Diabaté kriegt die 17. Jawohl, der kriegt meine Nummer. Wundervoll. So, und Süle. Auf den kleinen Nummern ist, glaube ich, schon alles vergeben, ne? 6 und so. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alles vergeben. Gut, Süle mit der 18. Die 15 kann ich mir übrigens noch vorstellen. Ist die schon vergeben, eventuell? 15? Ja, Andaya. G hat die 14. 38. Nee, dann behält Süle eben die 18. Dann behält er die. Ist in Ordnung. Nee, da wollte ich nicht rauf. Taktik vorlang. Ich wollte mir die Top 11 zusammenschustern hier. So, nach Stand der Vorbereitung. Eriksen links. Chadli rechts. Lamela. Für ihn kommt der Mele auf die 6 und... Oh, hat er jetzt schon einen Punkt mehr? War das nicht vorher bei 74? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber Ben Taleb erstmal. So, Wimmer, Trippier. Da sind die neuen. Süle auf jeden Fall. Für ihn schon mal. Süle kommt dann erstmal, ja, für Wimmer rauf. Trippier. Aha, was kann er noch spielen? Er kann doch bloß Innenverteidiger, ne? Mit seiner Statur. Jawohl. So, und Diabaté. 1,94 groß. Sturm, klar. Aus Mali. Kommt erstmal hier weiter vorne hin. Für Oduma. Und da für Carroll. Und da natürlich für ihn hier. Und Diabaté muss auf jeden Fall auf die Bank. Kommt da für Son erstmal. Ali, Lamela, Daya. Ja, passt auf jeden Fall so. Wimmer erstmal ein bisschen außen vor. Was kann der noch spielen? Wimmer 1,87 groß, auch nur Innenverteidigung. Schwierig. Der kann nur links, der kann nur rechts. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine sehr gute Mannschaft zusammengeschustert. Das muss man so schon sagen. Mit Vardy und Kane im Sturm. Dann haben wir Diabaté in der Hinterhand noch. Süle als Verteidiger noch in der Hinterhand. Das sieht schon recht gut aus. Ben Taleb mit Supertalent, Dembélé in Topform. Wunderbar. So kann es auf jeden Fall losgehen gegen Manu. Und ich glaube, wenn ich jetzt so mal auf die Zeit gucke, die wir gerade schon aufnehmen, wird es auf jeden Fall ein Cut-Game nach dem Spiel gegen Sporting. Wird es auf jeden Fall ein Cut gegeben haben. Hiroshi Kiyotake, Caligiuri. So, Rashford akzeptiert. Wunderbar. Noch ein Stürmertalent geholt. Damit können wir den G endgültig abgeben. Neue Verpflichtung. Wundervoll. So, gleich mal noch mal in Trikot nochmal reingucken. Wo ist er? Rashford. Da ist er. 21. Ja, kann man nehmen. Nee, warte mal. Der kriegt die 18. Oder die 22? Hat die 22 schon einer? Chadli. Ah, na klar. Nee, denn nicht. So, wo ist Chadli? Chadli. Der kriegt natürlich wieder seine 22. Wo ist er? So, und dann kriegt... Ah, dann tauscht er mit Süle die Nummer. Süle kriegt die 21 denn. Und Rashford die 18. So passt es. So passt es auf jeden Fall mal. Was haben wir hier noch? Wo ist ein Rashford jetzt? Hier unten. Kommt auf jeden Fall ein höher hier für NG. Und den haben wir schon mal in der Hinterhand. Also junge Sturmtalente in der Hinterhand zu haben ist doch sehr prima. Und dann ja, nochmal Training auf jeden Fall. Also eine schöne Überbrückungsfolge nochmal. Nehmen wir gleich mal ein Training. Ach nee, Vardy kriegt noch was. Hier, so wie ein Parcours. Rashford auch auf jeden Fall. Ein G soll auf jeden Fall auch noch die 70 kriegen, bevor wir ihn dann abgeben. Das ist auch nicht schlecht. Umso besser ist sein Marktwert. Flügelspieler haben wir noch Son, Chadli. Na klar, Ben Taleb. Ach, der hat tatsächlich jetzt die 75 schon erreicht. So, Innenverteidiger Niklas Süle. Boah,
auch ein Top-Talent. Kann sich sehen lassen. Aber keiner hat deine Stärke erhöht. Außer Ben Taleb macht weiterhin Fortschritte. Das ist super. So, wie lange haben wir denn jetzt noch? Ist Menu bald zu sehen? Jawohl, da kommt es. Der Start in die Barclays Premier League Saison. Das wird sehr, sehr interessant. Eine Nachricht haben wir auf jeden Fall. Drei. Frankreich Transferangebot für Ryan Mason. Ryan Mason, den würde ich eigentlich noch gern behalten. Deswegen Angebot ablehnen. Ist ein guter Backup noch. So, dann haben wir hier noch Angebot, aktuelles. Und das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat gefallen. Daumen nach oben nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, rein. Euer Hansa-Fan. Wenn ihr das Spiel gegen Menu nicht verpassen wollt, dann lasst doch am besten ein Abo da. Dann verpasst ihr wirklich gar nichts mehr von meinen Videos. Euer Hansa-Fan sagt ciao. Bis dann.